Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne die Temperatur und Funktionseinstellen eures LG Side-Kühlschrankes vorstellen. Also erstmal ist es ein wirklich angenehmer und sehr adäquater Kühlschrank hier. Auf der linken Seite haben wir Gefrier-Unit, rechte Seite haben wir die Kühl-Unit. Und dann habt ihr hier vorne den Wasserspender, den Einstellmechanismus-Bereich mit Touch-Sensoren. Linear Compressor ist auch noch dabei. So, das heißt also, wir haben hier vorne, es gibt verschiedene Typen, weil manche dieser Modelle haben so eine Pure and Fresh Funktion. Das ist einfach so ein auswechselbarer Filter, den ihr dann im Raum des Kühlschrankes wiederfindet. Und wenn ihr den wechseln wollt, müsst ihr da draufklicken und dann fertig. Das haben wir in diesem Modell hier nicht. Deshalb gehe ich natürlich nur auf die Sachen ein, die wir hier sehen können. Okay? Das heißt also, um Strom zu sparen, habt ihr schon gesehen, gehen die einzelnen LEDs wieder aus oder kleinen LCD-Displays gehen dann wieder aus. Und erst wenn wir draufklicken, können wir dann die Funktion wieder herstellen. Okay? Das heißt, tippt irgendwo gegen und dann kommen die Infos wieder zurück. Und wir fangen jetzt mal an. Hier oben links steht Freeze. Oben dort Freeze bedeutet also die linke Seite, sprich die linke Seite hier, wo unser Gefrierpart ist. Da geht es darum, ihr könnt mit Tippen auf Freeze und der momentanen Wiedergabe des Piep-Pieps können wir von minus 14 bis minus 24 einstellen. Minus 24 ist wirklich arktisch, das heißt minus 14, um Energie zu sparen, wäre ausreichend. Das nächste ist die Fridge-Funktion. Fridge ist auf der rechten Seite das Display. Hier seht ihr das. Das Display könnt ihr von 1 Grad Celsius bis 7 Grad Celsius einstellen. So. Einfach mit draufklicken. 1 Grad Celsius ist sehr kalt für die rechte Seite. Okay, die rechte Seite ist für 1 Grad, finde ich, zu kalt. Das heißt also, dort ist ein höherer Wert besser. Genauso wie hier, 14 Grad reichen voll und ganz für normalen Gebrauch. Und 7 Grad Celsius für die rechte Seite ist auch absolut ausreichend, um eure Sachen zu kühlen. Wenn ihr mehr wollt, drückt ihr einfach auf Freeze oder Fridge. Es hat natürlich damit zu tun, wenn ihr 50 Mal am Tag auf und zu macht, dann könntet ihr etwas höher stellen. So, zwischen also 1 Grad und 7 Grad ist es möglich. Und bei jedem Betasten oder bei jedem Tippen der Tasten reagiert das Teil halt und verändert sich. So, dann haben wir hier die Funktion zum schnellen Einfrieren, Express Freeze. Draufklicken und den Sound genießen. Mit dieser Taste könnt ihr es ein- und ausstellen. Jetzt gerade ist es aktiv, jetzt gerade ist es deaktiviert. Beim Einschalten kommt also so ein Pfeilsymbol und das heißt, dass hier jetzt extrem schnell eingefroren wird. Das heißt also, da wird nochmal mehr Last hier reingeballert. Hier, ihr macht zum Beispiel noch nicht eingefrorene Ware rein, macht das Ding voll. Und Mist, es muss schnell eingefroren werden. Dann geht ihr hin und macht die Tür zu, Express Freeze an. Das wird dann ganz schnell euer Zeug einfrieren. Und wenn dann eine fixe Minusgradzahl erreicht ist, dann geht Express Freeze automatisch wieder aus. Das heißt also, ihr müsst es nur einmal aktivieren, deaktivieren wird es sich von alleine. Dann haben wir hier auf der rechten Seite Child Lock. Das ist dafür da, dass wenn ihr da 3 Sekunden drauf drückt und es haltet, wird das Display gesperrt. Okay, ihr seht, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ne? Um es wieder zu reaktivieren, drücken und halten. Jetzt ist es wieder frei. Ne? Coole Mucke, oder? Dieses Non-Plumbing dort bedeutet, dass an diesem Teil der Tank, der spezielle Tank benutzt wird, um die Eiswürfelfunktion hier zu gewährleisten. Das heißt also, wenn ihr euren Kühlschrank mit dem Hausanschluss benutzt, sprich mit einem Schlauch, dann wird dieses Non-Plumbing weg sein. Und dann heißt das einfach nur, dass ihr mit einer Pumpe unten arbeitet. Okay? Also da, Non-Plumbing ist ganz normal, wenn ihr
das da drin benutzt. Dann haben wir hier natürlich die verschiedenen Einstellmöglichkeiten des Door-Alarms. Der Door-Alarm, ich lasse mal die Tür auf, der geht nämlich bei einer geöffneten Tür nach einer Minute an und wird euch warnen, dass das Teil aufstehen geblieben ist. Ja, das gilt natürlich auch hier, weil hier oben seht ihr, sind Taster, die das checken, ob die Tür auf ist oder nicht. Ihr seht aber, das dauert ein Momentchen, bis das Ding angeht und dann wird es uns hier auch darauf hinweisen, dass die Tür noch geöffnet ist. Deshalb gehen wir schon mal weiter im Text hier. Das heißt, jetzt als nächstes packen wir uns mal hier was drunter. So, und jetzt kommen wir zum Dispenser. Der Dispenser selber gibt euch verschiedenartige Wasser- oder gecrushedes Eis oder Eiswürfel. Könnt ihr umstellen. Hier sind Eiswürfel, gecrushedes Eis und Wasser. Fangen wir an mit Wasser. Das heißt, ihr habt ein Gefäß. Dort ist ein Teil, was wir nach hinten drücken können. Und dann kommt Wasser raus. Habt ihr es gerade gehört? Es hat dünn, 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 dünn gemacht. Lass uns nochmal abwarten, bis es wiederkommt. Dünn, 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 dünn. Das ist nämlich der Door-Alarm. Der kommt in 30 Sekunden wieder und informiert euch darüber, dass die Tür immer noch aufsteht. Hey, 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 wenn das ist nämlich ganz blöd, weil so kommt das ganze abgekühlte Klima dort raus und da ist es, ne? So, jetzt mache ich wieder zu und dann sollte der Door-Alarm auch nicht mehr drankommen. So, zurück zum Dispenser. Ihr habt gerade gesehen, wenn ihr hier das Wassersymbol anhabt, drückt ihr einfach und dann kommt Wasser raus. Und das ist kaltes Wasser, gekühltes Wasser. So, nächstes Ding. Jetzt kommen die Eiswürfel. Okay, die Eiswürfel werden hier drinnen produziert. Hier drinnen ist das. Das seht ihr. Da drunter, da gerade drinnen, ist nämlich ein Eiswürfelfach. Da kommt also das Wasser, wird in unserem Fall hier von dort runtergepumpt, geht dann hoch in die Tür und dort rein. Oder ihr habt da unten einen Wasseranschluss. Geht es direkt in die Tür und dort rein. Dann wird das hier gefroren, klappt nach einer Zeit auf und fällt hier unten rein. Und da seht ihr die ganzen Eiswürfel. Okay? Dann gibt es da eine Spirale, die seht ihr hier, die bewegt das dann alles und dadurch kommt das hier vorne dann an der Tür raus. So, also auch wieder gleiches Prozedere drunter halten. Und ihr seht Eiswürfel. So, wenn ihr Crushed Ice Mold, der ist sozusagen, wird da drinnen nochmal umgestellt, dass es dann gecrashed wird. Jetzt Crush Ice Funktion. Seht ihr, jetzt kommen kleine Würfelchen. Okay, Crush Ice Funktion, Wasserfunktion, Eiswürfelfunktion. Also Eiswürfel für große Eiswürfel, das hier für kleine Eiswürfelchen und das hier für kaltes Wasser. So, das war's, glaube ich. Manche haben halt noch eine Zusatzfunktion, die euch dann einen Filtertausch anbietet, etc. Den Filter zum Beispiel findet ihr dann dort hinten. Da hinten dran findet ihr den Filter, beziehungsweise hier ist auch noch ein Aktivkohlefilter manchmal eingebaut. Das habe ich jetzt hier nicht, deshalb kann ich euch das nicht zeigen. Dann müsstet ihr da einfach 3 Sekunden draufhalten. Wenn ihr den Door-Alarm nicht haben wollt, warum auch immer, dann könnt ihr ihn auch ausschalten. So, also jetzt nochmal zum Abschluss. Volle Pulle hier. Ist auch mit beleuchtet. Eiswürfel, guck mal, schön Eiswürfel. So, weiter. Ah, Crushed Eis. Crushed Eis. Und schönes Wasser. Ich finde das voll geil. Das ist echt super. Worauf ihr noch achten solltet, wenn das zu lange oder wenn ihr das erste Mal das befüllt, dann schmeißt lieber die ersten paar Runden weg, weil ihr wisst ja nicht, dass das da drinnen zum Beispiel nochmal so ein bisschen weggereinigt wird. Ne? Oder wenn das zu lange steht, man weiß ja nie. Ne? Okay, so, das war also hier das Bedienkonzept eures Kühlschrankes, der wirklich sehr fett und cool ist. Ihr habt links Gefrierfach mit dem Space Plus Ice System. Rechts habt ihr den Multi Airflow und den Dairy Corner etc. Also Riesenteil, genug Platz für alle. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.